Ich so. Liebe diese Stadt. Oh mein Gott. Okay, so, weiter geht's. Damn it! Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, ich hab bloß gesehen, dass mein Trimaran hier, die Endeavor, immer noch ein paar Enzyme und Korallen dabei hatte, die sie eigentlich gar nicht mehr dabei haben sollten nach Handelsroute. Und die hab ich jetzt noch schnell versucht, aus dem Schiff rauszukriegen und hab dabei den Rest der Ladung, den es eigentlich transportieren soll, auch noch runtergeworfen. Also wieder in den Kontor gestopft. Während das Teil schon am Wegfahren war. Jetzt muss meine Stadt eben mit einer kleinen Lieferung weniger auskommen, das ist völlig in Ordnung. Fuck, ich muss Holz einkaufen. Moment mal, ich habe schon wieder 38 Tonnen Holz, kannst du dir wieder was abholen? Ich brauche aber mehr als 38 Tonnen. Ich muss eine fucking Stadt ausbauen. Ja, dann tut's mir leid. Dann bist du einfach scheiße. Sag das den Bewohnern, die verbrauchen so endlos viel davon von dem Zeug. Okay, Projektilbarriere AT5, daran prallt alles ab. Das habe ich ja von Jana bekommen. Das kannst du ganz gut gebrauchen. In einem Fahrzeug gesockelt lädt sich der Schild auf und absorbiert Schaden an einer Einheit. Schildenergie in Hitpoints 100. Schildregeneration plus 2. Wo sind denn deine Kolosses? Alle neben Alistair. Ja, dann schicke ich mal meinen Trimaran zu Lightning. Trimaran zu Lightning. Lightning heißt der Trimaran. Dann schicke ich mal meine Lightning nach Alistair, damit dieser Schild. Wie heißt das Ding nochmal? Projektilbarriere AT5 dort eingelagert werden kann und dass du das Zeug dann in deine Kolosses einlagern kannst. Hast du denn mittlerweile dieses Ding für deine Arche abgeholt? Nein. Nein. Ich bin beschäftigt. Deine München steht ja auch nicht gerade irgendwie vor Chor und könnte das mal eben abholen. Nee, sie steht da nicht mehr. Ich erwürg dich. Übermorgen. Ich pack die Arche jetzt an irgendeine totale Abfuckposition. Ich erwürge dich mit deinem Shisha-Schlauch. Ja, toll, was bringt ihr uns da rechts um? Kein Plan. Ich weiß eh nicht mehr, was wir mit dem Ding anstellen sollen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Doch, da sind die ganzen verdammten Archenverbesserungen drin. Ja, Mensch. Außer für die Verbesserungen. Ja, die aber brauchen wir nun mal. Guck mal, im Lager ist noch Holz. Aber nur 10 Tonnen. Aber 1, 2, 3, 460 Tonnen Fisch, ne? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Du bist nicht der einzige Kompetente auf dieser Welt. Ey. Bisschen weniger beleidigend, wenn's nett wäre. Wenn's nett wäre. Das ist nett, wenn du mich bitte beleidigen willst. Wie sieht es denn mit dem Parlament aus? Hey, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also müssen nur noch 20 Tonnen Holz und 38 Tonnen Werkzeug verbastelt werden. Das beeindruckendste Bauvorhaben. Registriere Energieknappheit. Ja, ist ja gut. Hier, Kommunikatoren. Yeah. Ich brauche Holz. Auf Duplex soll er außer den Kommunikatoren auch noch was einladen. Und zwar, das ist ein glasiges Glas. Und soll das glasige Glas mit den Alistair wieder ausladen. Hol ich das schon mal so scheibchenweise rüber, so. Da muss doch irgendwas gerade tierisch eigentlich in den Keller gehen. Oh mein Gott, die Passagerichte gehen in den Keller.
Da müsste doch jetzt eigentlich irgendwas tierisch in den Keller gehen. Oh mein Gott! Oh nein, die Nahrung, Bio-Nahrung geht auch in den Keller. Wenn du fertig rechnest, ist ganz einfach. Ich habe einen massiven Fleischüberschuss hier auf Robot. Dann baue ich einfach zwei neue Produktionen und dann produzieren die weiter. Ne? Ja, ne? Alter, ich habe 700 Tonnen Schweinefleisch. Nett. Du verdienst wirklich unsere Anerkennung. Hey, cool, du hast es nebenher geschafft. Weißt du, ich spring von Robot minus 773, alles braun. Alles da, alles grün, plus 180. Yeah. Yeah. Oh, so the cheese! Dun, 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 dun. Yay. Also das Leben als Hippie ist echt hart, ne? What? Wie kommst du denn jetzt da raus? Du musst den ganzen Tag immer Gras rauchen, ansonsten erdrückst du die ganze Scheiße hier nicht. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin, aber keine Ahnung. Frag mich nicht, ich bin crazy, ich weiß. Alter, was ist falsch mit dir? Was zur Hölle ist falsch mit dir? Ich habe heute zu wenig Shisha gedampft, nein, Schatz. Ich kriege niemals fünf Felder hin. Boah, mal diese Musik, weißt du, hier geht man langsam echt auf den Piss. Ey, ich mag die Musik richtig gerne. Das höre ich jetzt seit 2 Minuten. Ja, okay, okay. Dieses Stück mag ich auch nicht. Alter, 5 Minuten lang. Ja, ist mir toll, wie lange du das A halten kannst. Das ist aber mir doch gerade scheißegal. Wo ist meine Nudel? Hab ich vorhin den geilen Filmtrailer gesehen. So, siehst du ein Frettchen? Das läuft auf den Sack so und der Mann nur so. Nein. Das ist keine Möhre. Was? Oder dann im Krankenhaus. Also das Frettchen hat da unten ganz schön was zerlegt. Das heißt, also sie können noch ficken, aber sie können keine Kinder mehr kriegen. Alter, was guckst du dir an? Keine Ahnung, so ein Filmtrailer. Das hört sich mal voll mehr an. Kann ich dir gleich einen Link von schicken, wenn du willst. Nein, ich will nicht. Warum nicht? Oh, ich habe gerade irgendwas bekommen. Eine E-Mail. Auf mein Handy. Perfekt. Boah, 4 neue Nachrichten. Muss ich nachher nachgucken. Hoffentlich auch die, der momentane Status vom PX1 Hardcore-Minze. Dieses Hologramm macht mich ganz schwindelig. Ja, da gucken nicht drauf. Gigantisch. Wie viele Arbeiter beschäftigen Sie hier eigentlich? Meine Stadt wächst weiter. Ich bezweifle nicht, dass ich mit dieser Stadt bald die ganze Insel hier bedecken werde. Wow. Wie viel Geld haben wir? Nichts anfassen. Mehr als genug. 324.000 und eine Bilanz von plus 7.200. Was hast du denn jetzt bestellt? Holz. Vor allem, das dauert jetzt erstmal eine Weile, bis das da ist, weil das erstmal von der Arche da oben geliefert werden muss. Nein, das wird doch zu Arche geliefert. Ach so. Okay. Weißt du was, dann mache ich es jetzt aber mal so. Dann sind wir alle... Das ist schon. Dann baue ich jetzt hier oben eine Holzproduktion auf Core. Wir haben die 40 Tonnen in diesen komischen Heli reinbekommen. Vor allem wieder ruckelt, wenn er fliegt. Ruckel. Weißt du, das sieht so fast aus wie ein... Ja, ich weiß, wie das Teil aussieht. Ich weiß, wie das Ding aussieht. Lol, ein Chinook. Wir könnten aus dieser Welt einen noch besseren Platz zum Leben machen. Wird doch schon irgendwo eine Straße frei sein. Ich muss jetzt keine neue Straße anlegen dafür, oder was? Tatsache, ich muss eine neue Straße dafür anlegen. Oh Mann.
Ich habe jetzt hier eine Holzproduktion aufgebaut auf Core. Es wird zwar eine Weile dauern, bis die anläuft, da die Baumschulen erstmal Bäume pflanzen müssen da oben. Da sind nämlich keine Bäume mehr. Wie viele Arbeiter beschäftigen Sie hier eigentlich? Oh, das ist gerade schon fertig wieder mit der Bauphase. LOL. Ich pflanze da oben mal Bäume. Bam. Sommerstadt. 11.952 habe ich gerade für Bäume ausgegeben. See, what? Gut gemacht. Dank Ihnen wird kein Sommerbaum je einsam sein. Gut gemacht. Alter, wie viel Geld? Warum? Wieso? Alter. Die Konstruktionspläne dieses Muss ich nicht verstehen, oder? Nein, musst du nicht. Sollst du auch nicht. Ich empfehle dir, es nicht zu verstehen. Ansonsten würdest du mir sofort den Hals umdrehen. Natürlich. Was sagt Samus Green jetzt mit natürlich? Ding, 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 nächste Bauphase. Wuhu! Bei dir wird die Energie langsam knapp auf Alester. Nö. Soll ich dir ein bisschen Energie schicken? Alter, das geht wieder auf die Ökobilanz. Da krieg ich wieder Ärger mit meiner Bevölkerung. Da hab ich keinen Bock drauf. Wieso? Hä? Ja, aber die haben bestimmt wieder anfangen zu meckern. Warum sollten die wieder anfangen zu meckern, wenn ich die Energie schicke? Ja, ich hab mein Ökobilanz belastet. Hä? Verstehst du? Die haben doch letztes Mal schon gemeckert, weil die Ökobilanz wegen der übertragenen Energie nach unten geht. So, das meinst du. Ach so. Alter, ich pflaster gerade jeden freien Platz und Lücke, die ich hier noch freigelassen habe, eigentlich mal auf Alessa mit Häusern zu. Neue Formel entdeckt. Ach, Marisch, ist mir doch ein Scheiß. Selektiver Tagebau. Hm? Und der dürfte auch. Nee, das dürfte der Schaufelradbagger sein. Selektiver Tagebau. Gefahr einer Ölpest. Shit! Was denn? Unfall auf Ölplattform! Nach dem Golde drängt, am Golde hängt. Was kann man dagegen nochmal machen? Hängt doch alles. Ich erforsche jetzt gerade schnell eine Notfallausrüstung. und dann so, yeah, sie ist fertig, bam. Ach, und eine Schmutzwasserpumpe. Vorsicht, sei aber schon mal. Ganz schnell. Okay, selektiver Tagebau. Gräbt sehr gezielt und nur nach Plan. Verbessert Schaufelradbagger in diesem Sektor. Ressourcenverbrauch minus 20%. Toll. Dann halten die Ressourcen eben 20% länger. Wow! Ja, ich wollte jetzt die Holzproduktion versetzen. Ich habe jetzt schon wieder 33 Tonnen Holz hier. Dann ich muss sie ja grundsätzlich verlegen, weil da die Stadt hinkommt. Sind das Nazis? Nein, Neo. Neo-Nazis. Also. Hi, der Hyundai. Was? Das sagt die komischen Chinesen da am Anfang im Video. Hi, der Hyundai. What the fuck? Und was ich auch eigentlich ganz lustig finde, ist, das habe ich in welchem Video war es? In irgendeinem Review-Video war das. Fuck. Jetzt hab ich hier ein herrenloses Windkraftwerk. So. Das wollte ich gerade am Ende des Videos. Das war Shisha-Reviewer, ne? So. Ja. Und der so, heil Rauch. Und der andere, wollt ihr den totalen Kopf? So. Yeah. Ja, am Arsch. So. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao.